So, ein wunderschön. Ja, jetzt legen wir mal los mit unserem eigenen kleinen Projekt, indem wir uns mal überlegen, was wir überhaupt machen wollen. Weil Visual Novel ist ja ein Oberbegriff, also Renai Adventure oder japanische Adventure, wie auch immer man das nennen möchte. Die Sache ist, ein Visual Novel ist, wie man gesehen hat in der vorherigen Folge, wo ich meinen kleinen Testlauf selber gezeigt hatte, einfach nur Bilder mit Text, wo man sich durchklicken kann. Und jetzt gibt es quasi verschiedene Arten, wie man das Ganze aufziehen kann. Ich mache mal kurz ein bisschen Gimp-Magie. Es gibt, soweit ich das jetzt so vereinfachen möchte, drei große Systeme, wie man ein Visual Novel aufziehen kann. Variante 1 ist quasi wie ein Buch, ne, wie eine klassische Erzählgeschichte. Man fängt einfach, irgendwo beginnt die Geschichte, ne? Machen wir ein bisschen kleiner hier, ist der Katastrophe, ist ja hier. Ah, vielleicht ein bisschen so. Ne? Man beginnt irgendwo, Start, ist immer noch viel zu groß, egal, Start. Und dann geht die Geschichte einfach fortlaufend. Man klickt sich einfach durch die Story, la la la, la la la, und irgendwann ist die Story zu Ende. Das war's. Wie ein Buch. Man fängt vorne an zu lesen und irgendwann ist man bei der letzten Seite und die Geschichte ist zu Ende. Das ist eine Art, die ich persönlich selber selten gesehen habe bei Visual Novels, aber gibt es durchaus. Das wäre quasi das Simpelste, was überhaupt geht. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Visual Novel an sich einfach ist, sondern dass die Storyline relativ, ne, wie gesagt, komplett geradlinig ist. So, dann gibt es eine andere Art, eine ja eher ganz klassische Art, und zwar das, wie die Visual Novels quasi angefangen haben. Man hat einen Startpunkt und kann aber, so wie man bei mir gesehen hat, man hat ab und zu Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, man kann in der Geschichte entweder da lang gehen oder da lang gehen. Dann geht die Geschichte entweder einfach so oder sie geht halt anders. Vielleicht hat man dann hier nochmal eine Auswahlmöglichkeit und dann vielleicht nochmal eine Auswahlmöglichkeit. Und bei dieser Auswahlmöglichkeit kann man zum Beispiel einfach sterben. Und die anderen drei führen zu drei verschiedene Enden. Bam. Das ist so die klassische Visual Novel Art, ne? So wie wir es auch gesehen haben bei mir, ne? Man hat da Auswahlmöglichkeiten und gut. Bei mir war es ja, wie gesagt, nur zum Testen. Bei mir, wenn man die falsche Auswahl genommen hat, ist man quasi direkt gestorben. Ja. Aber an sich kann man quasi mit den Entscheidungen die Geschichte umlenken. Es gibt dann auch davon Arten, da wandelt man nur gewisse Punkte ab. Das heißt, wenn man quasi, ne, seine Geschichte verändert, kann man quasi zum einen auf der Hauptstory bleiben. Oder man kann in einer anderen Entscheidung zwar manche Sachen anders machen, landet aber später auch wieder auf der Hauptstory. Das gibt es auch. Durchaus. Und das sind quasi, wie gesagt, so die Sachen, die am häufigsten vorkommen. Und die dritte Möglichkeit ist aber eine Möglichkeit, die wesentlich moderner, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wesentlich umfangreicher ist, viele Möglichkeiten offen lässt. Und zwar hat man denn quasi, man hat einen Startpunkt, kommt vielleicht so durch eine Intro-Szene oder ähnliches, ne? Also man beginnt quasi erstmal, aber wenn man dann irgendwo, ne, an einem bestimmten Punkt hat man dann einfach einen sogenannten Hub, ne? Einen sogenannten Ort, wo man verweilt. Zum Beispiel, wenn man in seinem Haus ist, ne, also wenn die Szene kommt, wo man in sein Haus geht, dann kann man von dem Haus mehrere Optionen gehen. Man kann, wie bei mir zum Beispiel in der Story, man kann zur Schule gehen. Wenn man denn in der Schule war, das ist vielleicht ein bisschen falsch, aber machen wir mal hier einfach so ein Dreieck. So, ne? Wenn man denn in der Schule war, geht man dann danach wieder nach Hause. Man ist also wieder in der Story quasi wieder im Kern. Hier kann man dann ins Bett gehen. Man hat also wieder eine etwas andere Story. Wenn man aus dem Bett rausgeht, ist man wieder in der Wohnung, also im Hauptraum, sage ich jetzt mal. Da kann man in unserem Fall zur Schwester gehen. Ne, da hat man da eine Story. Geht da wieder zurück. Oder man kann zum Beispiel zu einem Freund gehen. Dann hat man beim Freund auch wieder einen Hub quasi.
Das heißt, man kann mit dem Freund vielleicht spazieren gehen und geht die Geschichte da lang. Oder man kann mit dem Freund Kaffee trinken, vielleicht eher mit einer Freundin oder sowas, keine Ahnung. Oder aber man geht einfach wieder nach Hause. So, das heißt, man hat keine klassischen Stränge, sondern man hat bestimmte Mittelpunkte im Spiel, um die sich das Spiel drumherum aufbaut. Das hat zum einen den sehr großen Vorteil, dass die Story wesentlich komplexer werden kann, hat aber auch einen sehr großen Nachteil, wenn man das Ganze richtig gut ausbauen möchte, weil, angenommen zum Beispiel, man ist eine Person, ja, eine Person des öffentlichen Lebens, guten Tag, ich bin Gronkh, man ist hier, ne, startet das Spiel und ist dann irgendwann hier. So, und jetzt möchte man, okay, ich möchte eine Freundin beeindrucken. Hier, das repräsentiert eine Freundin. Aber um in diese Story zu kommen, heißt es, okay, diese Freundin mag nur intelligente Leute. Das heißt, ich muss erstmal zur Schule gehen, um meine Intelligenz zu steigern, gehe dann wieder zurück, merke dann, okay, ich bin noch nicht intelligent genug, gehe dann wieder zur Schule, wieder zurück, solange bis meine Intelligenz so hoch ist, dass dieser Weg geöffnet wird und ich dann zu meiner Freundin kann. So, dass ich quasi weitere Parte öffne. Man merkt dabei aber schon das Problem. Damit das Ganze funktioniert, muss ich ja meine Intelligenz irgendwie speichern. Ne? Das heißt, normalerweise hatten wir ja quasi die klassische Art. Da hatten wir quasi einfach einen Startpunkt. Kannst du bitte einfach mal ein bisschen größer sein? Hier, dankeschön. Da hat man seinen Startpunkt. Und hat man halt die Hauptstory. Oder man lässt seine Freundin kennen. Oder man ist hetero und kennt ne, irgendwas anderes. Keine Ahnung. Und hat dann halt einfach verschiedene Stories. Die Geschichten gehen einfach weiter. Je nachdem, wie man sich entscheidet, gehen die Geschichten andere Wege. Bei dem Moment ist, je nachdem, wie man sich entscheidet, ist man ja immer noch in der gleichen Story. Das heißt, man braucht Attributen, die sich verändern. Ich brauche halt sowas wie eine Intelligenzattribute, die sich steigern kann. Ich brauche sowas wie eine Geldattribute, wenn ich Geld verdienen möchte im Spiel und solche Sachen. Das heißt, das hier ist wesentlich komplizierter, ist aber durchaus etwas, was gerade modernere Spiele sehr häufig machen. Und ich würde mal sagen, wir fangen bei unserem Spiel erstmal relativ simpel an, weil ich möchte relativ leicht einsteigen. Das heißt, unsere Geschichte fängt erstmal so an, in dem Szenario. Vielleicht sogar komplett geradlinig, muss mal gucken. Und wird dann später, müssen wir gucken, das wird einige Folgen lang gehen, das Projekt. Und ich würde gerne euch bitten, wenn ihr so Vorschläge habt oder ähnliches, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr so für eine Geschichte, ne, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln soll. Und wer weiß, vielleicht können wir wirklich dann doch irgendwann machen, dass wir sagen, okay, wir machen einen Mischmasch. Das gibt's ja auch. Das heißt, man hat zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir starten am Anfang, haben ein relativ langes Monoton-Spiel, dann irgendwann haben wir eine Entscheidung und je nachdem, wie man sich entscheidet, können auch schon ein paar Sachen geändert werden. Und dann können wir aber später sagen, okay, die beiden Pfade sollen aber später wieder zurückführen, dann zu einer Blackbox und dann machen wir doch mit uns mit zum Hub-System. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, das müssen wir später gucken. Ich persönlich würde auf jeden Fall erstmal hier überhaupt erstmal anfangen zu starten. Und genau, das ist quasi das, wie so die Grundstories aufgebaut sind. Klassisch Hub-System. Genau, so. In der nächsten Folge werden wir dann quasi mal gucken, was man überhaupt machen muss. Also quasi anfangen, so die grundlegendsten Sachen zu machen, die man für ein Visual Novel überhaupt braucht in der Vampire. Sachen, damit wir überhaupt quasi erstmal technisch gesehen anfangen können. So, Änderung verwerfen, Albert alles weg, Dankeschön. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.